Unwissenheit meiner Mitmenschen? Was habe ich in einer Rolle zu suchen, in der dies wirklich ist? Was für Maßstäbe stelle ich auf, dass an ihnen gemessen so viele Menschen in Not zu sein scheinen, während ich der Erleuchtete bin? Diese Ragen trafen mich wie ein Donnerschlag, und dies ist eine Möglichkeit, wie ich darauf für mich selbst antworten könnte: Alles, was in deinem Körper geschieht, geschieht auf einer unendlichen Reihe von Schwingungsebenen. Wenn du deinen Mangel an Information mehr liebst als ich dieses Wissen, dann bist du auf einer höheren Ebene als ich. Es gibt überhaupt keinen äußeren Hinweis, der mir zeigen könnte, wie sehr du dich liebst, denn ich sehe dich aus dem beschränkten Blickwinkel meiner eigenen Schwingungen. In diesem Sinne ist das, was ich sehe, ich selbst. Wie verwirrt, dumm oder lieblos uns andere Menschen erscheinen mögen, wir haben kein Recht, je anzunehmen, dass ihr Bewusstsein auf einer tieferen Ebene schwinge als unser eigenes. Sie könnten viel weitergehende Dimensionen der Liebe realisieren. Die Art, wie wir sie sehen, ist ein kleiner Maßstab unserer eigenen Schwingungsebene. Eben die Menschen, die wir jetzt als vulgär, nicht erleuchtet, dumm, Absteller und Verrückte ansehen. Gerade diese Menschen sind unsere Eintrittskarten ins Paradies, wenn wir lernen, sie und alle unsere Gefühle, die wir für sie haben, zu lieben. Und das ist alles, was wir zu tun haben, sie lieben. Wir mögen dieser Liebe Ausdruck verleihen oder nicht, wie wir wollen, und auf welche Art wir wollen. Aber wir müssen sie so sehen und lieben, wie sie jetzt sind, genau wie wir auch uns selbst so lieben müssen, wie wir jetzt sind. Wir wollen uns daran erinnern, dass alle eine Art Gegenteil von dem sind, worauf sie in der Vergangenheit beharrt haben oder was sie in der Zukunft sein könnten. Solange wir uns als begrenzte Wesen vorstellen, sind wir alle gleich weit vom Zentrum entfernt, ob wir gut oder böse, geistig klar oder verwirrt sind. Wenn ein Mensch ein gewisses Gewahrsein höherer Ebenen erlangt hat und weiß, dass er frei ist, an jedem beliebigen Ort im Universum zu sein, mag er eine Rechtfertigung suchen, um an einem Spiel auf der physischen Ebene teilzunehmen. Die für ihn schmeichelhafteste Art, sein Bedürfnis zu umschreiben, besteht darin, sich als Heilsbringer zu sehen, als Vermittler von Erleuchtung, Reinheit und Tugend. Niemand, nicht einmal er selbst, wird seine Motive und Erfolge in Zweifel ziehen, tut er nicht genau das, was er zu tun behauptet. Wenn es anderen nicht glückt, seine Höhe zu erreichen, ist dies nicht sein Ehr. Und so hält er das Spiel für ewige Zeiten in Gang. Es erneuert sich so lange immer von alleine, als er nicht zu sehen gewillt ist, dass es seine eigenen Schwingungen sind, die das Böse und die Unwissenheit, die er überall feststellt, so hervorheben. Je mehr er das Böse hasst, desto mehr Böses wird es zu hassen geben. Je mehr er den Leuten rät, der materiellen Welt zu widerstehen, desto mehr bindet er sie daran. Und selbst diese Bemerkungen sind die Folge meines eigenen Widerstandes gegen den Irrtum, dem Bösen zu widerstehen. Dies ist ein vollendetes Beispiel dafür, dass wir uns immer dessen schuldig machen, was wir bei anderen verurteilen. Was wir sehen, sind immer wir selbst. Es ist zwecklos, das Verhalten von irgendjemandem verbessern zu wollen. Wenn er wüsste, was er tut, würde er es nicht tun, ganz gewiss, aber er ist ebenso gut imstande wie wir, es zu wissen. Wenn er es nicht aus seinem eigenen freien Willen heraus sieht, ist es dann wahrscheinlicher, dass er dies tut, wenn wir es ihm sagen. Indem wir ihm seine Reinheit verweigern, sich auf dem Holzweg zu befinden, sind wir selbst auf dem Holzweg. Andern die Reinheit zum Dummsein zuzugestehen, ist einer der wichtigsten und schwierigsten Schritte auf dem Weg zum geistigen Fortschritt. Wie praktisch, dass wir die Gelegenheit, diesen Schritt zu tun, jeden Tag rings um uns herum haben. Diejenigen unter uns, die behaupten, ein größeres Wissen als unsere Mitmenschen zu haben und von mehr erleuchteten Erfahrungen berichten, haben mehr zu erklären, gerade weil sie mehr wissen. Dieses Buch ist die Beschreibung und Verbesserung meiner eigenen Unwissenheit. Und über die darin gegebene Information hinaus versuche ich zu zeigen, wie ein Mensch mit derartigen Erfahrungen, wie ich sie hatte, umgehen kann, ohne dass er seinen Mitmenschen fremdartige Trips auferlegt. Wann immer wir das, was uns gezeigt wird, weitergeben, müssen wir dies mit der gleichen allumfassenden Liebe tun, mit der es uns gezeigt wurde. Wir sind nur Vermittler der spirituellen Freude, und um sie weiterhin zu haben, brauchen